Was hat der da? Einen Golfschläger? Einen Hammer? Einen Detektor? Captain Maho? Ist das... Ah, das ist ein Koch! Ja, aber wird der Koch nicht in der Küche gebraucht? Wieso hat er da einen Pokéball drin? Hallo Pokémon-Fans, der David hier schon wieder. Und natürlich lasse ich euch nicht im Stich. Ich spiele wieder Pokémon Sonne und Mond, beziehungsweise nur Mond auf dem PC. Sehr gut. Nee, ganz ehrlich, ihr habt mich so begeistert in den letzten paar Tagen. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten es gerade mehr gibt. Das ist der Hammer. Also, ich habe irgendwie 4 Tutorials abgeschossen und ihr schießt mich ab. Es ist krass, irgendwie 120, 150 Abos mehr. Das ist unglaublich. Und das in halt ein paar Tagen. Ich bin sowas von aufgeregt, ja. Also, ich muss euch jetzt diesen Gefallen tun und mit dem Playthrough weitermachen. Eigentlich habe ich gerade nicht so wirklich die Zeit dafür, aber ich muss das jetzt einfach machen, ja. Vor allem ist es auch gerade ein gutes Timing, sagen wir mal, weil die Frames sind super, ja. Also, ich habe jetzt den neuesten Emulator, den vom 23. Dezember. Und, ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Und, der läuft richtig gut. Also, die Frames sind super. Wenn ich jetzt mal rausgehe, zeige ich euch das jetzt mal. Ja, also, das war mal langsamer. Vielleicht 10 Frames oder so. Wenn ich an die erste Folge zurückdenke, Menge passiert. Ich glaube, ich muss sogar mit meiner Mutter reden. Ich guck mal kurz. Ja. Und dann ab zum Hafen. Sehr cool. Okay. Mein Team. Ach ja. Feind, Money, Syria, Giftstoff, Delicate und Aura. Ihr habt sicher gemerkt. Ja, das wollte ich während der Folge erklären. Einen Moment, ich spreche erstmal mit meiner Mutter. Ich möchte auch über alle diese Pokémon Alola wissen und fang plötzlich neue. Das wollte sie mir sagen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder nach Hause kommen. Und sie sagt mir, ich soll fleißig sein. Hafen, wo ist denn der Hafen? Ah ja, da. Ich weiß wo. Tauros. Zack. Jawohl. Ich wollte noch was loswerden. Und zwar habt ihr sicher jetzt gemerkt, Feind ist schon wieder auf Level 17. Der Hysteria ist noch nicht mal entwickelt. Ja, das liegt daran, dass ich halt eure Tutorials machen musste, beziehungsweise das unbedingt machen wollte, weil ich hänge ein bisschen zurück mit Infomaterial für euch. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das noch zu machen. Und musste dann halt schon vorspielen. Das sah ungefähr so aus. Ich habe irgendwie, über diesen Emulator gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, geht das hier? Nee, der kann das nicht. Normalerweise hat man unter Konfigurieren noch die Möglichkeit, Cheats einzugeben. Und da war halt auch sowas wie Walkthrough Walls und XP Modifier, dass man halt schneller EP bekommt und so eine Sachen. Das war ganz gut, dadurch konnte ich halt das Spiel recht schnell durchspielen, sage ich jetzt mal. Und auch nicht viel davon sehen, was passiert. Weil das war mir halt wichtig. Ich wollte nicht vorgreifen irgendwie mit dem Spiel, aber trotzdem euch irgendwie die Möglichkeit geben, coole Tutorials zu sehen. Und ja, deswegen, das war die einzige Möglichkeit, wie ich das machen konnte. Und Tali will was sagen, ich erzähle das gleich weiter. Ob dieser alte Kahn das wirklich übersteht, Professor? Na hör mal, diese Yacht ist nicht alt, sie ist ein Sammlerstück. Ja, meistens sind die Sammlerstücke alt. Wahre Kenner würden sich darum reißen. Oh ja, ein absoluter Kahn, ein Klassiker. Nun ja, es hat schon einen gewissen nostalgischen Charme. Piu. Hey Nostos, wir sind bereit zum Ablegen. Aber keine Eile, du kannst auch ruhig etwas einkaufen oder ein paar Pokémon fangen. Was sagst du, willst du ablegen? Ja. Tatsächlich weiß ich sogar jetzt, was das Vieh da in ihrer Tasche ist. Ich weiß, was damit passieren wird. Das finde ich schade, weil an sich hätte ich mich gerne da auch überraschen lassen. Ich versuche trotzdem überrascht zu wirken. Ich habe mir die meisten Cutscenes nicht angeguckt und trotzdem ist es halt rausgekommen. Das ist klar, also juhu, das Meer. Es gibt halt Szenen in dem Spiel, die noch kommen werden, die sind, da kann man nicht drum rum, da kommt man nicht drum rum zu sehen, was passiert. Und falls es noch welche unter euch gibt, Professor, legt noch ein paar Knoten zu. Falls es noch ein paar unter euch gibt, die Pokémon Mond und Sonne nicht zu Ende gespielt haben, dann seid herzlich eingeladen, wir spielen das Spiel zu Ende. Und zwar ohne Spoiler. Ich bemühe mich. Ja? Du hast doch nur Angst davor, deinen Hut zu verlieren, Lily. Ja, die Cutscene ist schon recht lahmarschig, aber da ich die Cutscene schon mal gespielt habe,
Gott, zieht. Da ich die Cutscene schon mal gespielt habe, war nicht antworten. Der Trainer auf Inselwirtschaft findet sowas selbst heraus. Ich weiß, dass es noch langsamer geht. Also ich war bei einem sehr, sehr viel schlechteren Emulator zu den Zeiten. Und da bin ich recht froh drüber. Ich kann es kaum erwarten, Nostos. Der Tali, die Lilly und der Nostos auf Reisen. Das sieht super aus. Das sieht richtig toll aus. Auch mit dem Wasser und allem. Klar, es ist jetzt kein Final Fantasy, aber es ist halt trotzdem echt schön. Also für ein 3DS-Spiel lässt mein Herz höher schlagen. So. Blub, blub. Arkala. Endlich die zweite Insel. Wir haben es geschafft. Dum, 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 dum. Kantai City. Dum, 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 dum. Miau. Es kam kein Geräusch. Hutasa. Nee, Hutsasa. Jetzt wäre beim Aussteigen fast hingefallen. Was ist das, Hutsasa? Ja, wir sind in Akala. Hutsasa, anstatt Hoppla zu rufen. Sollte das etwa ein Witz sein? Sehr gut. Na klar, Nostas, du fandst das doch auch lustig, oder? Oh, doch. Oh, wei. Ich bin der Oh-Wei-Typ, tatsächlich. Und du, Professor? Und du? Dito. Die Augen? Wie beim Ditto. Ach, das ist schon witzig. Wir sind eine witzige Bande. Wie ich sehe, stehst du immer noch auf dem Macho-Mai-Look, Kukui. Oder Macho-Mai oder so. Ich weiß nicht. Manche Pokémon-Namen, ey, da können wir uns echt drüber streiten, wie man die ausspricht. Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert. Aber ob nur positiv oder negativ. Wölkchen, komm zurück in die Tasche. Kein Grund zur Sorge, Lilly. Wie sie sich nur im Kreis dreht, der Lilly. Mhm. Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Myla. Maho, wie geht's? Wie steht's? Ich bin Maho, Captain aus Leidenschaft. Auf dem Weg zum Hafen bin ich zufällig auf Maho gestoßen. Hier auf Arkala kennt jeder meine Prüfung, weil sie das Beste aus allen Zutaten herausholt. Nur am Grinsen. Und die Zutaten seid in diesem Fall ihr beiden. Vielversprechende Trainer erkenne ich sofort. Irgendwie ganz nett sieht die aus. Ach, grüne Haare finde ich ja generell cool. Maho ist allerdings nicht der einzige Captain hier auf Arkala. Was steht denn zuerst auf dem Plan? Naja, das überlasse ich den Kindern. Ich bin schließlich... Was? Ist schließlich ihre Insel? Ja, stimmt. Trotzdem bist du immer dabei. Finde ich irgendwie cool. Ja, du hast wohl recht. Also gut, Kinder. Ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Arkala. Ich freue mich schon auf unseren ersten Pokémon-Kampf. Sie hat diese Ohrringe von Dianzi. Den hat sie aber nicht. Den hat sie nicht. Komm, gehen wir. Macht einen Abgang. Ey, diese Gesichter werden immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, das wird von Insel zu Insel nicht noch krasser. Ey, ganz ehrlich, gebt ihnen doch die Hand oder umarmt euch oder so. Aber aus so einem Abstand zu winken, das ist doch Quatsch. Naja. Typisch Myla. Sie würde nie zugeben, dass sie sich Sorgen um euch macht. Aber mich kann sie nicht an der Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben. Ah, sie ist Inselkönigin. Wusste ich natürlich. Auf Arkala gibt es insgesamt 3 Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht ihr am besten über Route 4 direkt nach Ohana. Ich werde als erstes ein Pokémon-Center suchen gehen. Was für ein Malasadas sie wohl hier haben? Das ist seine Köstlichkeit, ne? Ich denke, ich werde der Boutique einen Besuch abstatten. Und danach werde ich für Wölkchen wohl ein paar Nachforschungen zu den Ruinen anstellen. Mhm. Und der Pokédex muss auch noch mit mir reden. Wir sind auf Arkala angekommen. Schau gleich mal in den neuen Insel-Pokédex. So kannst du erfahren, welche Pokémon hier auf dich warten. Das werde ich nicht tun. Ich gehe einfach mal weiter, weil ich habe das Gefühl, dass gleich eh eine Cutscene kommt und ich unterbrochen werde. Und zack, Cutscene. Nee, doch nicht. Zack, Cutscene. Ach, da vorne steht's ja. Da sind immer diese Fähnchen. Die sagen einmal genau an, wo man hingehen muss. Ach, Pokémon Sonne und Mond. Das macht Spaß. Da, 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 da. Besorge ich mir was Neues zum Anziehen? Der will meinen Computer runterfahren. Nein.
So, piu. Möchtest du zu den Ruinen? Suchst dir Klamotten aus. Die Klamotten sind mir eigentlich wurscht. Ich glaube, mein kleiner Freund hier könnte Interesse an den Ruinen des Lebens haben. Der Schutzpatron von Akala heißt übrigens wohl Kapufala. Piu? Ich habe mich gefragt, ob du uns vielleicht dorthin begleiten willst. Es sieht so aus, als hätte Wölkchen dich ins Herz geschlossen, Nostras. Der kleine Cheerleader, ey. Wir warten dann beim Hotel Meeresrauschen. Ich habe dort eine Verabredung mit einer Person, die mir sehr wichtig ist. Keine Ahnung. Keine Sorge, ich finde allein dorthin, man kann das Hotel ja von hier aus schon sehen. Naja, geht so, ne? Piu. Wäre es tags, dann wäre es ja kein Problem, aber es ist ja immer nachts beim Mond. Zumindest immer, wenn ich spiele. Und du geh wieder in die Tasche. Hast du es gleich? Wölkchen schließt sich an. Kann mir das jemand erklären? Was ist da gerade passiert? Was war das für eine Konversation? Ey, Frauen, die schießen mit Atomen und Männer sollen das verstehen, ja? Gott sei Dank versteht Wölkchen, was los ist. Also ich habe kein Wort verstanden. Er ist wieder zurück in die Tasche, für die sie immer noch keine Animation haben. Schritt, Schritt. Och, kann das noch länger dauern? Ich habe übrigens von einer Gruppe gehört, die sich Team Skull nennt und anderen ihre Pokémon stiehlt. Wir sollten aufpassen, dass wir solchen bösen Menschen gar nicht erst über den Weg laufen. Meinst du nicht auch noch das? Bin ich Team Skull nicht schon begegnet? Naja. Gut, ich werde mal kurz da reingehen. Ein paar Jill habe ich ja übrig. Jill. Wer sind die Dinger? Pokédollar. Oder? So, willkommen. Ich will etwas kaufen. Sterne sind ja nicht so mein Ding. Und wie ein Slimog will ich auch nicht aussehen. Aber das gefällt mir irgendwie. Take-Top mit Käfermotiv. Finde ich irgendwie nett. 6000. Ach, alles klar. Eieiei, ich werde hier auf jeden Fall nochmal zurückkommen, wenn ich mehr Geld habe. Das ist ja wahnsinnig teuer alles. Wahnsinn. Oh, lass mich doch in Ruhe. Krass. Mal gucken, vielleicht kriegt man ja irgendwie Kleidung mal geschenkt, wenn man mit irgendjemandem redet oder so. Aber es passiert gerade so viel. Es wird so viel geredet. Sonne und Mond ist ein reines Redespiel. Also die meiste Zeit fängt man gar keine Pokémon, sondern man ist damit beschäftigt zu reden. So, die zwei kann ich mich auch so ein bisschen erinnern. Haha, tut mir leid, dass wir dich erschreckt haben. Du bist auf Inselwanderschaft, oder? Ich bin Daxio. Ich heiße Sina. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Wir sind hergekommen, um uns die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Mit einer Sonnenbrille. Aber wir interessieren uns auch sehr für die Inselwanderschaft, die es nur hier gibt. Das heißt, die kommen wahrscheinlich irgendwo anders her. Was sagst du? Willst du einen Kampf gegen mich wagen? Ja! Alles klar, auf geht's. Hast eh keine Chance. Naja, mal gucken, ne? Also, ich habe jetzt nicht weiter trainiert oder sowas. Zwei Pokémon. Botugeln. Mhm. Feind, let's go. 15. Ah, locker, krieg ich hin. Na, solange keine Eisattacke hat. Der war Eis und Schnabel. Gucken wir mal. Piu, Batsch. Oh, das war ja wahnsinnig. Wahnsinnig effektiv. Ich bleib trotzdem drin, weil Geschenk hat manchmal auch den Effekt, dass es gar nicht schädigt, sondern heilt. Und dann bin ich wieder fresh für den nächsten Kampf. Der Kampf dauert mir gerade ein bisschen sehr lang. Liegt das am Trainerkampf oder liegt das am... Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe manch andere Aufnahmen schon gemacht, die sehr viel schneller liefen. Naja, mal gucken. Vielleicht entwickelt es sich ja noch. Na super, nicht einmal. Naja. Zack, weg. So, immerhin geht das der Rückzug noch recht schnell. So, Level 18. Sehr schön. Wenigstens Levelaufstieg geht schnell. EP-Teiler keiner. Glaciola. Ein Eis-Pokémon.
Delicate. Ist zwar nur Level 14, aber der packt es schon. Ich habe ja noch seinen Z-Angriff, ne? Habe ich das raufgemacht? Habe ich das raufgemacht? Nee, habe ich nicht. Verdammt. Ich wollte es. Rockzuckieb. Ja, yeah, whatever, man. Durchbruch, zack, weg. Recht viel Defense. Aber der ist ja auch recht schwach, ne? Also Delicate hat leider noch nicht Eissturm. Das war das mit dem Initiative senken, richtig? Aber recht schwach die Attacke. Recht schwach die Attacke. Dann gehe ich mal zu Manny, der ist schnell und hat ebenfalls eine Kampfattacke. Durchbruch. Der ist auch schnell, verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Was tue ich jetzt? Du bist doch schnell, komm. Eis-Pokémon, verdammt. Eis ist mega schlimm. Ich brauche irgendwie Feuer oder sowas. Mogelhieb. Komm schon, Techniker. Nein, das war viel zu schwach. Biss. Ja, sehr gut, er ist schnell. Komm, Flinch. Na, geht doch. Was denn Eissturm bitte für eine Attacke? Die ist ja krass. Come on. Styria! Nein! Nein! Wahnsinn! Hoffentlich noch schnell genug. Nee. Ach so, klar, Ruckzuckieb. Gott! Glaceola hat schon drei meiner Pokémon besiegt. Gott sei Dank mache ich keinen Nuzlocke, ey. Aura. Das ist bestimmt schnell. Piep. Fee. Oh, come on. Okay, Giftstoff? Verdammt, ich halte mich an einem Pokémon die ganze Zeit auf. Was ist das denn? So, das wirst du ja wohl hinkriegen jetzt. Biss, come on. Ja, yeah, das tankt er. Na bitte. Gott, ey. Na, die anderen Pokémon hätten es ein bisschen eher gebraucht. Ich glaube, ich muss ein bisschen fahren. Farmen. Fahren. Wo will er denn hin? So, 2200, ja, das ist trotzdem, das ist ein halbes, das ist ein Drittel T-Shirt. Verstehe. Während ihr zusammen die Prüfung meistert, wächst die Freundschaft zwischen dir und deinen Pokémon. Das ist wirklich ein, ich hoffe, er muss nicht auch kämpfen gegen mich. Einen Moment lang hatte es so angefühlt, als wäre ich Teil deiner Inselwanderschaft gewesen. Als kleines Dankeschön heile ich deine Pokémon. Das lieb, dann brauche ich nicht nur mal zum Pokémon-Center rein. Weil alle meine Pokémon sind tot. Du und deine Pokémon seid nahezu Sorry. Das erinnert mich an früher. Fünf jungen Trainer von damals. Dann ist es beschlossene Sache. Ich kann dir diesen wichtigen Gegenstand anvertrauen. Zygarde-Würfel. Kann ich mich nicht dran erinnern. Damit kannst du die Kerne und Zellen eines Pokémon namens... Achso, alles klar, klar, logisch. Mehr dazu erzählen wir dir ein andermal. Pass gut darauf auf. Wenn du auf Inselwirtschaft bist, könntest du nicht schaden, deine Pokémon auf Route 4 zu trainieren. Also dann. Alola. Ja, läuft noch langsamer. Okay, meine Pokémon sind geheilt. Ich werde in meiner Freizeit, werde ich mal auschecken, was das da alles ist. Aber jetzt gehe ich erstmal weiter, denn ich soll auf Route 4 gehen. Da ist ein Trainer. Ich hoffe, hier gibt es Feuer-Pokémon. Ich muss meine Schwäche ausgleichen. Habe ich eigentlich Bälle? Ja! Ich kämpfe mal gegen die Trainer hier. Flucht gescheitert, Zertrümmerer. Ja, und sonst so? Oh, come on! Dankeschön. Ich kämpfe jetzt gegen den nächsten Trainer und dann, hoffe ich auf ein bisschen Level-Up für alle meine Viecher.
Hotelpage George. Triftlon. Den suche ich ja immer noch, ne? Ja, Insel 1, da gab es doch dieses eine Ding. Ich musste dem irgendjemandem Driftlon zeigen. Das Mädchen, glaube ich. Der war Geistflug, richtig? Das heißt, Erstauner müsste gut gehen. Ja, außer setzt Komprimator ein. Ey, das ist doch alles. Na klar, wehrt er die Attacke ab. Macht er nochmal Komprimator? Ja, Flinklaus, sehr gut. Geiles Teil. Oh, come on! Spukball! Hat der Stauner so eine schlechte... Boah, zweimal Flinklau hintereinander. Das muss man auch erstmal schaffen. Jawohl! Do it! Geil. Zurückgeschreckt. Das sehe ich doch gerne. Das sehe ich doch gerne. Ja. Sehr schön. Der Komprimator hat nichts gebracht. Außer mir ein bisschen Schaden. Dreimal in einem Kampf. Wahnsinn. Und der Komprimator, der funktioniert schon wieder nicht. Mega gut. Alles klar. 184. Ich hätte echt gern das Glaziola besiegt und jedem die Erfahrung teilhaben lassen. Nein. Ist okay. Ich bin mit meinen Attacken sehr zufrieden. Hysteria erreicht Level 16. Aura erreicht Level 12. Hotelpage wurde besiegt. Und ich kriege Trinkgeld von 560 Euro. Oder Poké-Dollar, ich weiß es nicht. So, wo muss ich hin? Statuswerten unterscheiden, bla 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 bla, alles klar. Ich habe einen Mini-Pilz gefunden. Es war irgendwie so offensichtlich, dass der da liegt. Das ist echt schlecht gemappt. Okay, und was haben wir denn da? Lebensform absorbiert. Ich glaube, ich werde nochmal durchrennen. Durch die erste Insel. Und alle Zygarde-Dinger einsammeln, die es gibt. Es gibt bestimmt mehrere von den Dingern, die ich noch nicht einsammeln konnte. Zellen und Kerne sammeln, melde mich dann später wieder. Au revoir. Alles klar. Ist da irgendwas? Da ist auf jeden Fall ein Pokéball. So, bitte jetzt kein Driftlon-Typ mehr. Ich habe da wirklich keinen Bock auf so eine Komprimator-Geschichten. Einfach raufhauen, kaputt gehen, fertig. Ja. Der ist normal. Das heißt... Oder bist du nicht stark genug? Du rockst das, oder? Rasierblatt, komm. Volltreffer, alles gut. Oh boy. Special. Nicht wichtig. Ich probier's nochmal. Volltreffer, komm. Die Flinklau ist so krass. Oh, Tackle. Tackle. Okay. Rasierblatt hebe ich mir auf. Wer weiß, was noch kommt. Blattwerk und zack. Super. Okay, Mampfaxo ist weg. 166. Ach, so nischt ist das. Kindwurm. Ich brauche ein Eis-Pokémon. Oh, ich habe Aura. Sehr gut. Gut, dass es seit neuestem auch die Möglichkeit gibt, Feen einzusetzen gegen Drachen. Das ist richtig gut. Feenbrise, komm mal. Zack, weg, tot. Hoffentlich. Nicht wirklich. Biss. Unlicht ist auch schlecht gegen Feen. Nochmal Feenbrise, ist er weg. Yeah. 193. Giftstoff erreicht Level. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, jetzt habe ich zu spät drauf gedrückt, ne? Ja. Ach, ich werde die später füttern. Die werden schon nicht unglücklich werden. Belieber. Man weiß ja nie. So, weiter geht's. Okay, da geht's weiter. Was hat der da? Ein Golfschläger? Einen Hammer? Einen Detektor? Captain Maho? Ist das... Ah, das ist ein Koch! Ja, aber wird der Koch nicht in der Küche gebraucht? Wieso hat er da einen Pokéball drin? Dö.
Aber ich habe ja den Vogeltyp. Flug. Egal. Vogelflug. Alles dasselbe. Fembrise. Dürfte nicht effektiv sein. Jawohl. Aber der Schnabel wird effektiv sein. Oh, der arme Sack. Gut. Das war ja nichts, ne? Dann gibt es hier auch noch irgendwo einen Pocketball. Kraftwurzeln. Das war zum Heilen. 200 Kraftpunkte oder sowas. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was der ist. Normal? Dampfwalze. Boden. Dann war gut, dass ich kein Dings eingesetzt habe. Kein Blattwerk. Lehmschelle. Das ist echt super. Am Boden-Pokémon ist eigentlich keine schlechte Idee. Also wenn es Boden ist, ja, das ist jetzt nochmal die Herausforderung. Wie nichts funktioniert. Einfach nichts. Geil. Okay, Pokéball. Nur noch zwei. Shit. One, two, ready, go! Pampuli wurde gefangen. Aura reicht Level 13 währenddessen. Silberhauch, geile Attacke. Absorber ist recht gut in dem Spiel. Käfertrotz weg. So, Pampuli. Hat noch eine Entwicklung, das finde ich schon mal gut. Oh ja, ja, es sieht echt mies aus. Ich muss da mal was für tun. Wiegt jetzt schon 110 Kilo. Krass. Stures, eigensinniges Pokémon verbringt die Tage damit, Erde zu fressen und Schlamm daraus zu machen, mit dem es dann spielt. Also wenn das kein Schlammspieler ist. Oder ich nehme einfach nur Mud für Schlamm. Kleine Zeichen. Oder Mud Player. Ja klar, nehmen wir den Mud Player. Wieso nicht? Weil Schlamm würde, Schlammspieler hätte wahrscheinlich nicht gekriegt. In mein Team. Ich glaube, das kann eine gute Idee sein. Ich nehme Giftstoff raus. Sorry, Giftstoff. Tschüss, Giftstoff. So, schauen wir mal. Was Mud Player so. Das war zu weit. Der hat nur Bodenattacken. Erhöht den Angriff und den Spezialangriff von Pflanzen-Pokémon. Ach, es war gar nicht Pflücker, es war Flüger. Ich habe mich schon gewundert. Und Tempomacher als Fähigkeit. Pokémon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, verhindert so Verwirrung. Gut zu wissen. Aber so gut ist der jetzt gerade nicht. Naja, vielleicht kommt das noch. Und wieder ein neues Pokémon. Bitte, 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 bitte. Irgendwas Gutes? Am besten Feuer oder Eis oder so? Was ist Mabula? Sieht aber aus wie ein Käfer. Ich werde da auf jeden Fall kein... Ja, ach, den kenne ich schon. Machen wir Erstaune? Ja, wahnsinnig sinnvolle Flinkklaue-Einsatz. Okay, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu stark, weil den will ich haben. Jawohl. Geil. Okay, so, mein letzter Pokéball. Ey, hab ich noch... Ey, hab ich noch Pokéball jetzt mal ganz ehrlich? Yay! Okay. Irgendwie niedlich. Zwei Entwicklungen, sehr geil. Larve, Käfer. Ach, da steht der Typ sogar, okay. Um nicht Vogel-Pokémon angegriffen zu werden, zieht es Orte vor, an denen Elektro-Pokémon leben. Dann wird es sogar ein Elektro-Pokémon. Käfer-Elektro ist ja auch eine geile Kombination. Okay. Ich nenne ihn... Zack. Nicht mich. Für... Esst mich nicht! Mit Ausrufezeichen. Nicht mich! In mein Team. Käfer.
Ja, das ist halt wieder blöd, ne? Ich hätte halt schon gern ein Fee-Pokémon, aber ich hätte auch gerne ein Elektro-Pokémon dabei. Kampf ist Money. Ja, aber Delicate ist auch Kampf. Also an sich brauche ich Money nicht, weil ich Feind habe. Weg damit. Itemsbeutel verstauen. Das ist ja so geil. Man kann direkt alles mitnehmen. Zick, zack, hin und her. Super. Richtig gut. Kann er auch denn schon eine Käferattacke? Eine Elektroattacke? Hexaplager. Das war gut, glaube ich. Erhöht die Stärke von Käferattacken, wenn ihr... Na gut, das ist nicht so gut. Na, mal gucken. Vielleicht ändert sich das noch, sobald er einen Elektrotypen dazu bekommt. Geil. Cool. Dann gibt es hier noch einen Bärenbaum. Den habe ich vorhin schon gesehen. Nee. Noch ein Krabox. Ja, das mache ich platt. Hätte man nie einen Bärenbaum angesprochen, kann man wahrscheinlich auch gar keinen Krabox bekommen, ne? Das hängt wahrscheinlich irgendwie zusammen. Armes Vieh. Ja, mach doch. Ist sowas von überhaupt nicht effektiv. Jawohl. Level up. Halt nicht. Brunusbeere. Wikibeere. Keine Ahnung, was eine Wikibeere ist, aber die Brunusbeere ist ja schon mal geil. Persif, cool. Govebeere. Wie viele Beeren kriege ich denn noch? Persifbeeren. Super geil. Super geil. Kann immer irgendwie gebrauchen. So. What's going on here? Ohana. Ich habe ein dummes Gefühl. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Und zwar, dass... Ich sollte ja auf Route 4 trainieren. Bedeutet, jetzt passiert vielleicht irgendwas. Also mir wurde es ja gesagt. Ja, geh auf jeden Fall nochmal auf Route 4, um zu trainieren. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nicht noch weitergehen. Werde eher noch zurückgehen, mein Team auf Vordermann bringen und dann weitergehen. Ja, und bis dahin hoffe ich, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Ja, ich werde wieder kontinuierlich weitermachen, weil ihr mich nicht enttäuscht. Enttäusche ich euch auch nicht. Und liefere weiterhin Pokémon Mond auf dem PC. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer David.